Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu World of Warcraft Plunderstorm. So, wir sind schon direkt angemeldet. Direkt rein da. Genau, Lautstärke passt. Ahoi! Seid ihr bereit für ein wenig Plünderspaß? Ja. Eigentlich ja nicht, aber wie gesagt, wir wollen ja die. Das wunderbare namens das wunderbare Reittier haben. Ah. Genau. Ja, was wir uns in der letzten Folge zumindest so angeschaut haben. Ich hab's mir jetzt nicht. Ah, ich kann so kein F interagieren. Ja, mit F kann man anscheinend schneller wechseln. Witnessen, aber das Missionen gibt es nicht, ne? Okay, man muss langsam lernen, welche Fähigkeiten man länger drücken muss und welche man direkt wieder loslassen kann. Okay, die hätte man auch länger halten müssen. Die Bombe, ja, weil die Bombe fand ich nicht so überzeugend wie eben. Aber gut, die Skills verlieren wir jetzt eher alle. So. Ah, hier zu landen ist natürlich kacke. Direkt in so einem Aufmarsch von Menschen und keine Ahnung was, bin ich eh nicht so der Fan von. Ja, er holt direkt mehrere Leute. Na, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, Fähigkeit. Schnell was trinken. Das wäre jetzt sehr grausam geendet, ey. Level up. Wir hier ein bisschen Looty-Looty machen. Also noch einer. Shit. Shit, shit, shit. Also erstmal hier verstecken. Schnell nochmal was trinken. Ich bin hier eher der Vorsichtige. Okay, ich habe das erste Mal, glaube ich, einen gekillt. Okay, hier haben wir nochmal einen Blitz, den nehmen wir mit. Ne, den lassen wir mal gerade. Aber ich will hier vorne nochmal mit plündern. Meine ich auch eben eine große Truhe. Aufgefüllte Zeit. Ich weiß nicht, was davon besser sein könnte. Ich bin dann noch hier ummetzeln mal und dann müssen wir aber schon los wegen der Zone. Da vorne ist noch eine schöne Kiste, die wollen wir auch mitnehmen. Die dürfte nur Gold beinhalten. Wir brauchen auch EPs für Level Up. Mit. Ja, Blitzfähigkeit auf jeden Fall mitnehmen. Da vorne kämpft noch einer. Ich hab mal das gleich.
Fähigkeit ist auf jeden Fall auch besser als die, die wir jetzt gerade haben. Aufwerten, sehr schön. Kiste noch aufmachen. Hier vorne und dann können wir eigentlich so langsam schon mal in Richtung, wo der andere Dude gerade war. Und rechnet hoffentlich keine, dass da noch einer kommt. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal noch heilen. Immer schön auf Abklingzeit halten. Das Syndikat. So. Ein bisschen Gold. Bestimmt auch noch eine Kiste zum Looten. Ja, zumindest ein Boss ist hier. Gibt noch mal LPs. Auch noch mal besser. Ja, gerät außer Kontrolle. Das ist jetzt nicht schlimm. Machen wir einfach ganz normal weiter. Und fightet auch einer. Ja, fightet da einer? Nee. Wir müssen auf jeden Fall weiter in die Zone rein, weil sonst haben wir da ein Problem. Doch hier oben kämpft einer. Doch mal hier unten lang. Ich schnapp mir noch die ein oder andere Kiste. Hat er mich bemerkt, wird er, denke ich mal, eh zu mir kommen. Soll er mal machen. Oh, steht denn irgendwo? Wie viele noch da sind? Ist mir nämlich bisher nicht aufgefallen. Ah, 20 überlebende Spielcharaktere. Rechts steht es, also hier. So, wir laufen mal weiter rein. Ich wäre auch ungern derjenige sein, der da jetzt gleich irgendwo sich in ein Haus reinkämmt und darauf wartet, dass jemand vorbeikommt. Aber ich würde lachen, wenn es jemand anders jetzt machen würde. Bewegung! Ein Sturm zieht auf! Zumindest um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Ich weiß, wir rennen jetzt genau in die Richtung von dem Dude. Aber vielleicht kann ich den ja absnacken. Irgendwie nicht. Dann snacke ich mir hier noch ein bisschen Gold, bis die Zone noch weiterkommt. Und ein paar EPs von denen, die er nämlich gerade stehen lassen. Ja, hier sind auch Halbtote und sowas. Das sind schnelle EPs. Zumindest für das, was er hat stehen lassen. So, nochmal schick Gold. Aber Kisten hat er keine übrig gelassen. Schade. Aber von hier oben hat man auch eigentlich einen guten Überblick. Wir sind jetzt schon mal Level 8 sogar. Wir haben Dreier Ding. Enterhaken als zweifach. Kommt da was an? Da hinten läuft noch einer. Weiß ich nicht, ob wir den abfangen sollten. Ich bin eher dafür, noch mal in die Zone mehr zu rennen. Entweder er stirbt jetzt eher an der Zone. Aber wenn jetzt noch einer stirbt, haben wir das geschafft, was wir bisher noch nicht geschafft haben. Und zwar in die Top 10. Und wir sind in den Top 10.
ist nichts mehr. Trotzdem mal das, was hier liegt, die Fähigkeiten und so mal abtasten. Die hier noch rumliegen. Oh nein, falsche Fähigkeit. Nein. Sie haben drei blaue und eine grüne Fähigkeit. Da hängt der ein oder andere bestimmt schon auf einer ähnlichen Fähigkeit. Aber das nehme ich dann in Kauf, weil wir sind in den Top 10. Und wir haben nicht den Kampf gemieden. Wir sind sogar in einen Kampf reingerannt, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Dass er sonst immer heißt, da heißen wird, oh, du bist aber ganz aus dem Kampf abgehauen. Ja. So, ne. Das ist nur grün. Also bestimmt irgendwo einer versteckt. Den in episch. Bist du gewöhnlich. Hier ist noch Björn der Horde und so. Der Sturm gerät außer Kontrolle. Und den Boss will ich noch erledigen hier. Der hat jetzt nicht wirklich noch EPs gebracht, leider. So, 8 Überlebende noch. Wir sammeln mal fleißig noch EPs, weil das könnte der Windchanger sein. Aber einen bräuchte ich noch. Ah, da ist noch ein Panzer drin. Jawoll, so, die Fähigkeit ist episch, sehr schön. Seht ihr, hat sich das Gamblen nach hier draußen schon gelohnt. Aber wir sind jetzt hart an der Zone, am Zonenrand. Oh oh, der Sturm gerät außer Kontrolle. Wir gehen jetzt mal wieder rein. So, gleich haben wir ja sogar die Top 5. Wird irgendwo gekämpft. Ich höre es zumindest. Draußen? Ich glaube, es wird draußen gekämpft. Ja. Okay, hier haben sich dann alle versammelt. Wir sind aber zumindest in die Top 10 gekommen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann. Ciao.